Ja, Leute, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Haunting oder Haunting Ground. Wir sind hier zurück auf jeden Fall, nachdem wir in den letzten beiden Parts ja immer vor Debilitas abgehauen sind und jedes Mal gestorben sind und das Bild komischerweise immer unscharf war. Wirklich jedes Mal in gewissen Abschnitten und immer in den gleichen Abschnitten habe ich mich dann doch etwas dazu bewegt, etwas zu tun dagegen. Und was, das seht ihr jetzt, wenn ich das Gästezimmer, denn da befinden wir uns gerade, neu geladen habe. Und Leute, es ist ein ganz anderes... Naja, wie soll ich das sagen? Schaut euch das einfach an. Es ist der blanke Wahnsinn, was ich geschaffen habe. Nur alleine mal, wie es jetzt aussieht, wie die Brüste wackeln von Fiona. Es ist einfach total unnormal. Okay, hier, ihr seht schon, dieser Raum ist nicht mehr unscharf. Bitte was? Oh, mein Timer sagt mir gerade an, sein Akku ist schwach. Wie schwach ist sein Akku denn? 15%, das ist nicht so schlimm. Warum zählt das übrigens in... Na, ist egal, ich sag dazu nichts mehr. Auf jeden Fall, ja, ich habe es geschafft. Ich habe ein bisschen was rumgestellt. Ein bisschen was... Was ist denn los, Huey? Bist du verletzt oder so? Setz dich mal kurz hin. Halt mir die Klappe. So, auf jeden Fall habe ich es hinbekommen. Es ist nichts mehr irgendwie hier, na, sag schon. Es ist nichts, wirklich nichts mehr hier unscharf. Auch dieser Raum, wir sehen die Blume auf dem Tisch endlich mal wirklich komplett. Und es ist wirklich wunderschön und herzergreifend. Und so viel zum Thema Huey, bleib sitzen. Nein, alles gut. Huey, du kommst mit. Wir wollen ja jetzt endlich... oh, hier, auch nichts unscharf, Alter. Wie geil. Es ist einfach so schön. So, wir wollen auf jeden Fall jetzt nichts ungetan haben lassen, wie auch immer. Wir möchten ja jetzt auch weiterkommen im Spiel. Und ich möchte ja auch nicht, dass das Spiel irgendwie 50 Folgen lang wird, weil eigentlich so lang ist das Spiel nicht in Wirklichkeit. Ich habe auch schon mal erzählt, dass es verschiedene Enden gibt, beziehungsweise, dass man zwei verschiedene Möglichkeiten hat, das Spiel durchzuspielen. Mir ist egal, was ich für eine Möglichkeit bekomme, das Spiel durchzuspielen. Also ich sag nur eins. Kriege ich das Ende, ist es mir egal. Kriege ich das Ende, ist mir auch egal. Ich weiß nicht, ob ich beide zeigen werde. Und wenn, dann werde ich, glaube ich, beide erst zeigen, wenn, jetzt kommt wieder die Cutscene. Ich kann ja zwischenlabern, denn wir kennen ja die Cutscene schon. Und wenn, dann werde ich das zweite Ende erst irgendwann später zeigen. Sofern wir nur das eine Ende bekommen sollten. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten, denn das ist ein bisschen tricky und naja, mal schauen. Mal schauen, auf jeden Fall. Es ist alles wesentlich schärfer, das finde ich sehr gut. Der Ton schon wieder, es ist ja furchtbar. My darling, ja, ja, ja. My darling, du kannst mich mal. So, wir rennen erstmal hier entlang. Denn hier sollten wir die Billitas schon mal abgehängt haben. Soweit ich das weiß, komme ich da hin? Kann ich ja nicht irgendwie drüber springen oder so? Geht das nicht? Tatsache. Aber da liegt... Oh, oh. Da kommt schon wieder diese komische... Wie hießen die Dinger? Luminisanten. Luminisanten oder Illunum... Illunum... Luminisanten hießen die. Ja, ja. Ich glaube, das war das korrekte Wort. Hey, was ist das? Das weiß ich nicht. Wir werden es... Ah, der Rind, okay, das haben wir ja alles schon mal gefunden gehabt. Hier waren wir ja auch schon mal. Das haben wir ja alles schon mal gesehen. Und haben es trotzdem vermasselt. Weil, und das ist wirklich so. Ja, 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 ich weiß. Hier muss ich ein paar Mal davor treten, damit sich die Kacke löst. Ich glaube, es löst sich, jawohl. Wir haben es geschafft. Vor allem, wie billig sie da auch davor tritt. Einfach herrlich. Na, ja, mit überhaupt keiner Kraft. Aber ich sag dazu nichts. Alles schick, alles gut. Soll sie nur machen. Bumm.
Die Billy Das is coming, ho. Oh oh, da. Oh scheiße, die hätte ich vor kaputt treten sollen. Shitte. Magnesium. Ich glaube. Oh shit. Ich glaube nämlich, hier finde ich auch noch was drunter. Ne, doch nicht. Die Billy Das, hallo! Lässt du mich runterklettern? Das finde ich nett. Alter, du hässlicher Spacken! Boah, ja, komm, reiß dich zusammen, Mädel. Ey, wir werden wieder abkratzen, nur weil die zu blöd ist, die blöd. Ach ja. Ja! Es ist okay. Hier klettert doch da runter! Wie kann man nur so hohl sein? Wie kann man nur. Ja, jetzt hat sie. Ja! Okay, jetzt vor nix davor rennt. Oh nein, Mete, bist du bescheuert! Oh, ist das Mädel so blöd, ey, oder tut's wirklich nur so? Ja, ja, komm, ich weiß. Du bist jetzt stark verletzt und bla, bla, bla. Reiß die Tür auf, Gott verdammt. Wie langsam sie die Tür aber auch aufmacht, Alter. Es ist wirklich zum Erbrechen. Alter, my darling, Junge. Fick dich ins Knie, du Affe. Ey, dieser Drecksack ist aber auch sowas von dreckig. Alter, was ist das für ein alter Sound? Wie schnell der Drecksack aber auch ist. Wartet mal, kann ich jetzt hier. So, wartet mal. Wir haben doch jetzt hier irgendwie. Also, muss doch. So, ersetzt vollständig verlorene Lebenskraft. Nee. Lavende, vermindert langsam Panik. Ach, ich weiß nicht. Oh, Huey, danke, aber das. Ey, warum ist denn der Drecksack? Mach die Tür zu. Mach doch die Tür zu. Ey, wie blöd bist du, Mädchen? Ja, gerad wieder in Panik. Renn vor alles davor. Lass dich am besten mit den. Ja, renn vor die. Ey, wie besch. Dieses Mädchen bringt mich zum Kotzen, wirklich. Wie kann man, ich versteh's nicht, wie kann man so behindert sein? Sorry, aber das geht nicht in meine. Sorry, das ist mir echt zu hoch. Wir hängen hier an dieser einen verfickten Stelle, nur weil das Mädchen so arschlangsam rennt und nichts macht und ich versteh's nicht. Also, es ist die Krönung. Wir werden alleine 50 Parts brauchen bei dem Projekt hier, weil sie einfach nichts macht. Und ich frag mich auch, was Huey mir bringt. Der Hund beißt das Vieh einmal und danach war's das. Dann passiert nichts mehr. Der wird getreten, Wumms ist weg. Mehr macht der Hund nicht. Also so wirklich bringt tut der mir nicht irgendwas. Was klettere ich eigentlich jetzt wieder hier hoch? Ich muss nicht da hoch. Bin schon völlig durcheinander hier, ey. Aber der Hund, der bringt. Also der Hund ist, ich mal. Also bisher ist er mir eher eine Plage, anstatt dass er mir hilft. Muss ich mal so sagen. Also er ist wirklich. Ich möchte das jetzt bitte überspringen. Es dauert mir jetzt gerade. Wirklich alles ein wenig zu lang. Ich werde das Ganze jetzt auch ein bisschen anders gestalten. Ah, halt die Fresse. Der Debile, das geht nur so auf den Sack. Also wirklich.
Es ist nicht mehr feierlich. Ich würde es jetzt endlich schaffen hier, diese Stelle. Gott verdammt, ich spiele die noch nicht 20 Mal. Wie langweilig ist denn das für euch? Dürrend. Sehr schön. Schon wieder 10 Minuten rum, Alter. Es wird eine 20-Minuten-Folge, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich wollte schon sagen, jetzt liegt hier wohl nichts mehr drunter, oder was? Magnesium. Was das so Tolles bringt, habe ich auch noch nicht. Also, das lenkt ihn zwar mal kurze Zeit ab, aber mehr bringt das Ganze auch nicht, muss ich mal so gestehen. So, kann ich das wieder... Ja, das möchte ich auch gerne überspringen. Denn... Die Billy, das ist schon Kam... Alter, Mädchen, kletter jetzt die Leiter runter. Die braucht so Arschlang. Wirklich so Arschlang. Es ist zum Kotzen. Och, Mädchen, kletter schneller. Die Billy, das kommt schon. Komm schon, Mädel, komm schon. Vom Luminisanten jetzt nicht noch treffen lassen, das wäre nicht so schlau. Komm schon, komm schon. Alter, wieso ist der so schnell, dieser Hund? Er ist einfach so schnell, ey. Es kotzt mich an. Huey beißt ihn mal kurz. Das ist sehr gut. Das gibt uns eine Menge Zeit. Komm schon, versteck dich jetzt, Fiona. Ein Glück. Ich bin mal versteckt. Mal sehen, wie lang. Ja, er kommt schon. Der Huey ist... Der Huey ist auch so hohe. Der stellt sich vor unseren Schrank und knurrt den Schrank an. Tja, die Billy does not finding me. Schlechtes Englisch. Habe ich jetzt mit Absicht so gemacht. Ja, aber jetzt nicht. I'm here. Ja, am besten, er hat jetzt noch den Hund schön eine in die Fresse geboxt. Boah, wir haben es jetzt. Ne! Ne! Alter, Huey, fass! Mach die Tür zu! Alter, die ist so hohe, das Mädchen. Dieses Mädchen ist einfach so hohe. Alter, halt die Fresse. Ich krieg den nicht los hier. Ja, jetzt hat er uns wieder eine... So ein Bitch-Slap gegeben. Alter, Huey, machst du auch mal was? Na, geht doch. Tür jetzt zu, ey. Boah. Er kommt. Scheiße, wir dürfen uns übrigens nicht zu oft an den gleichen Orten verstecken, sonst findet er uns irgend... Oh! Ey, ich wusste es. Ja, tritt unseren Hund noch weiter.
Ey, jetzt hat er sich wieder an den Eiern gekratzt. Oh, ich habe das Gefühl, der kriegt uns jetzt. Alter, ist der eklig. Von Ecke zu Ecke und dann kratzt er sich an seiner Puperze da unten rum. Ja, geh in die Richtung. Ui, loi, 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 loi. Also hier sollten wir uns wohl nicht nochmal verstecken. Ey Mädchen, du bist so bescheuert. Alter, ich hab den schon wieder gehört. Nee. Das ist doch nicht wahr. Ey, Huey, du bist so hohe. Zum Glück ist die KI nicht dafür ausgelegt, dass Huey uns verrät. Ich bin gerade ein bisschen angespannt und auch sehr still. Die Luft ist rein, Alter. Ich gehe hier nicht mehr vor. Kannst du wissen. Boah. Was ist das für ein bitte für ein totaler Sack? Heurika, Alter, wo ist denn die scheiß Uhr? Achso, die war ja da hinten in der Ecke. Hallo, bitte Uhr, danke. Alter, ich speichere aber auf jeden Fall einen anderen Speicherplatz, denn das war jetzt gerade echt mies. Eieiei, es ist aber auch bockschwer, also mal ohne Mist. So, wir haben hier jetzt hier unten die Tür aufgeschlossen. Ich möchte mal hier die Türen zumachen. Ist das echt? Armes kleines Ding. Wird den ganzen Tag getreten und man läuft darüber. Alter, mach die Tür zu, Mädchen! Die guckt sich den Tigerpelz an. Also irgendwann ist auch Schluss. Lavende. Das sieht aus wie ein Raum mit Miniaturdingern hier, ausgestopfte sonst was. Sehr lecker. Boah, irgendwie auch unheimlicher, wie sich das alles so dreht und uns beobachtet irgendwie auf eine Art und Weise. Ist das Huey? Eine Tür? Was? Ist es nur eine Wand, die wie eine Tür aussieht? Wie bescheuert. Okay, da ist Huey. So, was war denn das hier eigentlich? Dürrhuhn. Und das alles wegen einem Dürrhuhn. Grandios. Eine Tür? Es ist nur sowas, wie eine Tür aussieht. Alter, wer macht denn sowas? So, warte mal. Hier mal die Tür zu. Eine leere Blumenvase. Ey, da muss ich doch irgendwas reinstellen bestimmt, oder? Wahrscheinlich irgendwas, um diese Flugdingens hier weg... Warte mal, was ist denn das? Es ist eine andere Uhr. Ach, kann ich auch speichern? Ja komm, speichere ich mal hier. Schlossgalerie. So, hier ist nix. Naga niente, wollte ich sagen. Oh, Huey ist, glaube ein bisschen... Entweder ist angeschlagen oder ich weiß nicht, was er ist. Ach, da. Er hat uns wahrscheinlich gesucht. Komm mal mit, Huey.
Wir müssen jetzt mal hier vorgucken. Ach du Scheiße. Kannst du da rein? Go, Huey. Ich frag mich, was er jetzt macht. Ob er überhaupt was macht, was uns was bringt. Ich vermute mal höchstwahrscheinlich ja nicht. So, die Tür ist verschlossen. Ich glaube, wir waren ja auch schon mal in einem Port. Als wir geflüchtet sind vor diesem Sack. Ja, genau. Und dann sind wir ja hier rumgeirrt und wussten nicht, wo es weitergeht. Und ja. Alles sehr spaßig gewesen schon ein paar Mal. Ah, da, die Blumen brauche ich bestimmt. Es blühen wunderschöne Blumen hier. Ja, dann nimm sie doch. Kann wahrscheinlich nicht durch den Zaun, ne? Fassen. Sieht aus, als ob... Was? Sieht so aus, als ob dies zum Öffnen des Tores benutzt wird. Ja, zieh mal am Hebel. Es öffnet wirklich das Tor. Oh Mann, es ist sehr laut gewesen. Das ist gar nicht mal so gut. Da liegt was. Viola-Medaillon. Ich weiß immer noch nicht, für was die Medaillons gut sind, um mal ehrlich zu sein. So, warte mal hier hinten. Da lag auch noch was rum. Eine Zwiebel. Kann ich jetzt Suppe kochen oder was? Oh. Es brennt, ein knisterndes Feuer. Etwas ist darin. Ist das eine zerrissene Puppe? Hey, warte mal, kann ich... Nee. Keramikpuppe? Etwas ist darin. Es ist eine zerrissene Puppe. Soll das bedeuten? Ah, da kann ich rein. Warte mal, wo bin ich denn hier? Das ist jetzt aber nicht die Billitas Wohnort hier, oder? Oh. Es ist irgendwie wie ein... Ach, vergessen wir es einfach. Aus den Augen, aus dem Sinn oder so, sagt man doch. Hier liegt eine Puppe ausgestellt. Der Besitzer muss sehr an ihr hängen. Hier liegt eine Puppe ausgestellt, der Besitzer. Okay. Es ist wie so eine Art Altar, oder? Oh oh, Luminisant, Luminisant. Oh shit. Oh oh. Oh, noch so ein luminisanten Teil. Nein! Eieieiei, weg. Ich, das ist Debilitas. Ich glaube, das ist Debilitas, oder? Das ist Debilitas sein Raum gewesen. Oh, das ist nicht so gut. Alter, was sind denn das für schräge Töne, Junge? Wo laufe ich denn hier eigentlich hin? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, hier. Warte mal, wo geht's denn hier? Alter, wo bin ich denn gerade? Ich bin gerade aus der Puste. Puh. Die Musik ist aber immer noch nicht weg. Das heißt, Tibili, das ist es auch nicht. Alter, ich nehme schon viel zu lang auf.
Folge wird ja ewig lang. Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Verstehe. Machst du die Tür bitte zu? Vielen Dank. So, wir sind wieder hier. Erstmal in Sicherheit. Ich möchte jetzt hier hinunter. Möchte mal hier die Tür zumachen und möchte hier speichern und den Part beenden. Und dann habe ich ein paar Sachen, die ich ausprobieren möchte beim nächsten Mal. Das aber, wie gesagt, beim nächsten Mal, Leute. Jetzt erstmal hier speichern. Wir überschreiben das wieder. So, und dann, meine Leute, würde ich sagen, sehen wir uns hier im nächsten Part wieder von Haunting Ground. Und bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.